So Leute, ich bin wieder da, falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Like- und Abo-geile Typ von GEC, der gute Mr. Shinigami, und bin jetzt hier in diesem Tempel und will jetzt hier mal die Liz retten. Die kann da ihren Scheiß weitermachen, aber wir gehen jetzt. Das ist kein Wasser, oder? Ich hasse Käfer. Alles Männchen. Logisch eigentlich. Sonst wäre hier der Teufel los. Ach so, der weiß aber, dass alles Männchen sind. Na egal. Der bewacht alle Tempelausgänge. Quatschen. Lauf. Hey, du. Durchgang verboten, Mensch. Du bist nicht befugt, den Tempel zu verlassen. Ich habe gar nicht vor, hier rauszugehen. Weißt du warum? Weil ich es nicht will. Weil der Krummstab, den ich hier halte, uralt ist. Ach so. Er wurde zu Beginn der Narma-Dynastie gemacht. Faszinierend. Vor mehr als 5000 Jahren. Schön für dich. Je älter, desto mächtiger. Das freut mich, ehrlich. Deswegen, beim besten Willen, du kommst hier nicht vorbei. Kleiner Tipp, entspann dich. Was für ein Typ! Dann müssen wir halt etwas Älteres suchen. Dieses Orakel ist völlig plemplem. Na, Mr. Schüchtern, und du bist? Das Orakel der Schatten. Freut mich. Ich bin der Allerhöchste. Du bist Daniel Murray, Schreiber sportlicher Heldentaten. Autor von Heldentaten in Schlafzimmern. Du versuchst mit aller List Kromhaars Collier zu ergattern. Aber das wird sie dir nie geben. Deine einzige Möglichkeit besteht darin, Kromhaar wieder ins Jenseits zu befördern, das sie niemals hätte verlassen dürfen. Kapiert. Wie soll ich es anstellen? Du wirst aus dem Buch der Toten lesen. Faszinierend. Ist es sehr lang? Sehr gefährlich. Sogar für einen Schreiber. Wenn du die Hieroglyphen falsch liest, kann die Prozedur das Gegenteil bewirken und die Hölle in diese Welt bringen. Unermessliche Kataklysmen. Endloses Verderben. Ich werde deine Kenntnisse prüfen. Du wirst mir 8 Hieroglyphen bringen. Nicht 7, nicht 9, sondern 8, sprach das Orakel. Mit ihnen werde ich dich einer Prüfung in ägyptischer Syntax unterziehen. Solltest du sie bestehen, bringe ich dich zum Buch der Toten. Toll. So, was ist hier der Notausgang? Es war schwer genug, in den Tempel zu kommen. Jetzt werde ich bestimmt nicht einfach wieder rauslaufen. Das wäre auch dumm. Ah, das Aquarium hätte ich mir vielleicht nochmal angucken können. Ah, egal. Hier ist auch noch was. Theater. Ach, hier war ich ja vorhin. Die Roboter sind etwas mitgenommen. Ich nähere mich dem Sarkophag mal ganz beiläufig. Halt, mein guter Kamerad! Irgendein Problem? Meinerseits keins, Genosse. Absolut keins. Aber Befehl ist Befehl. Und jetzt auf Deutsch. Kromhaars Befehle waren deutlich. Falls Kamerad Amenophis sich dem Sarkophag nähert, vierteilt ihn. Ich verstehe. Nichts Persönliches, Mann. Du bist mir sympathisch. Dann ist ja gut. Ich bin Pazzo. Zu deinen Diensten. Vergiss meinen Kumpel Ducky. Er bekommt gar nichts mit. Sind die dumm oder so? Na, warum frage ich überhaupt noch? Übergeh die Befehle und erlaube mir, mich dem Sarkophag zu nähern. Tät ich gern, Kamerad. Aufmüpfigkeit ist immer eine Versuchung. Aber das Joch der Arbeitgeberschaft ist tyrannisch. Alter Kommunist. Solange Kromhaar den Kragen anhat, der uns steuert, können Ducky und ich nichts für dich tun. Nichts Gutes jedenfalls. Was Ducky angeht. Warum sagst du, dass er nichts mitkriegt? Weil er dumm ist. Sowas von dumm, das gibt's gar nicht.
Na ja, gut, ich frag mal. Ist er zu irgendetwas zu gebrauchen? Keine Geringschätzung, Kamerad. Hier sind wir alle Proletarier. Es gibt rollerfahrende Papageien, tanzende Pudel und dann wäre da Ducky, der Zaubertricks vorführt, denkt und singt. Sag Ducky doch, er soll mir einen Trick vorführen. Hey, Dummbratze, führ mal einen Trick vor. Okay. Toll. Sag Ducky, er soll denken. Denk, Dummbratze. Hauptgründe der aktuellen Wirtschaftskrise sind schlechte Leitung, Intransparenz und Raffgier der Großbanden, die das Vertrauen in die Währungen untergraben und Rauch zu Goldpreisen verkauft haben. Du bist sowas von dumm, das gibt's gar nicht. Du weißt nicht, wovon du redest. Etwas anderes. Im Sarkophag ist etwas, das mir gehört. Kannst du es mir geben? Ich weiß nicht. Was denkst du, Ducky? Denk nach, Dummratze! Ich denke, wir sollten es ihm erlauben. Und wenn der doppelte Boden einen Freund von Amenophis verbergen würde, der zufällig drin eingeschlafen ist... Ducky, du weißt, dass du dumm bist. Sowas von dumm gibt's gar nicht. Antrag abgelehnt. Und entschuldige, Kamerad Ducky, aber er bekommt nie etwas mit. Wollt ihr keine Pause machen? Wir sind Roboter. Wir ruhen uns nie aus. Unermüdliche Proletarier, von einer skrupellosen Großgrundbesitzerin ausgebeutet, die unsere Freiheitswünsche unterdrückt. Übergeht die Befehle... Tät ich gern, Kamerad, solange Kromhaar... Ja gut, das haben wir dann schon geklärt. Ja, aber ich bin mir sehr unsicher. Aber es wäre zu einfach, wenn ich da jetzt rankommen würde, denke ich. Bis dann. Bis dann, Kamerad. Damit würde ich zurückkommen. Oh, was kann ich hier machen? Ich hasse Plüschtiere. Sehe ich kitschig aus? Gemüse. Plüsch. Allergie. Synonyme. Soll ich weitermachen? Ich glaube nicht an Magie. Aber man muss praktisch denken. Okay. Dann kann ich ja jetzt zurückgehen. Wo kann man noch hin? Na, hier war das Schlafzimmer. Hier geht's auch ins Theater. So, am Brunnen muss ich mal gucken. Ich bin kein Feigling, klar? Aber die Viecher fasse ich nicht umsonst an. Ja komm, dann gebe ich dir einen Fünfer und dann packst du die an, ist doch okay. Das nicht. Dann gehe ich nochmal kurz hier rüber. Da kommt kein Teil von mir rein. Offenbar hat auch Kromhaar ihre Methoden der Realitätsflucht. Was ist denn das da oben? Ich kann einfach mal gucken, ob ich Sachen irgendwie anwenden kann. Obwohl, der Zylinder und so. So richtig ägyptisch scheint er mir nicht zu sein. Aber was soll's. Ich bin doch kein Experte in Geschichte. Wenn man den Zylinder damit berührt, vertauscht er das, was drin ist, mit einem Kaninchen. Ach so. Also wenn ich jetzt was da reinstecke... Kannst du ja mal probieren. Die Fernbedienung funktioniert nur mit Fleißkabine. Und was hätte ich davon? Dann muss ich jetzt irgendwas da rein tun. So. Sehe ich wie ein Kunstsammler aus? Beflügelt. Ist dir einem roten Stier begegnet? Der sieht aus wie Bobby Russell, der Masseur der LA Freaks. Okay, das ist krank, was der alles weiß hier, aber na egal, wir gehen mal kurz raus. Weil Hieroglyphen brauche ich ja auch.
Aber was bitteschön kann ich denn? Na, vielleicht rede ich erstmal mit Kromhaar. Die würde ich mir gerne unter den Nagel reißen, aber vor ihren Augen. Pah, für mich ist sie nur ein Mordsweib, sonst gar nichts. Mordsweib, ey. Herrin. Sprich. Hast du zufällig irgendwo Hieroglyphen übrig? Wozu willst du sie denn? Ich sammle sie. Ach, vergiss es. Befiehl mir, dir einen Kuss zu geben, meine Liebste. Was für ein Typ. Tu es oder ich lasse dich vierteilen. Wie romantisch. Wie lange machen die das jetzt? Ich muss das unterbrechen, aber fehlen mehr Zeit, oder? Naja. Ruh dich aus, meine Liebste. Sprich. Mich interessiert nur ein Thema. Du. Wie ist es denn so, als Mumie zu leben? Hat alles Vor- und Nachteile. Ich fühle mich wie tot, aber brauche keine Enthaarung. Nur dieser 14-tägige Flüssigkeitsaustausch macht mich fertig. Klar geben sie sich bei mir besondere Mühe, aber fertig macht es mich trotzdem. Wozu die Arbeit als Illusionistin bei deinen Reichtümern? Ich kann es besser als jeder andere und es macht mir Spaß. Außerdem kostet es ein Vermögen, so eine Figur zu behalten, ehrlich. Ich würde ja in alle Ewigkeit über dich reden, aber... So, mal alles ausprobieren einfach. Überlass mir das komische Collier. Niemals, Aminophis. Ich werde dir viele Dinge geben, aber nicht das. Nie. Was würdest du mit mir tun, wenn ich nicht der wäre, der ich wirklich bin? Was für ein Typ. Glaub nicht, dass ich dich umbringen würde. Das beruhigt mich. Denk an deine empfindlichsten Körperteile und daran, wie gern du sie hast. Ich werde nichts hinzufügen, um deine Empfindsamkeit nicht zu verletzen. Ich bin ja so gut. Ich denke, dass ich vorhin irgendwo ein Stück Zunge gelassen habe. Komm und such es, bevor ich dir den Rest rausreiße. Schon wieder, Leute. Später mehr, mein Schatz. Herrin. Hatten wir schon. Na okay, wenn das hier neu aufgetaucht ist, das heißt ja immer anders. Ich habe nicht vor, dich nochmal zu küssen, egal was du tust. Man darf doch zu niemandem gut sein. Aber du hast Glück. Ich gebe dir eine letzte Chance, bevor ich dich umbringen lasse. Werdet ihr mal fertig da? Ich bin dann mal weg. Da oben ist eine Terrasse. Hier war Pflanze. Was ist denn, wenn ich jetzt das Weggehen drücke unten? Sprich. Ja gut, das wird wohl eh wieder dasselbe sein wie sonst auch immer, aber ja, komm mal, probiert's halt. Gnädigste. Aminophis. Auf zur Terrasse. Was hat er denn gesagt jetzt? Muss nicht sein. Da gibt es nichts von Interesse für mich. Ja, Lava man nicht. Da muss ich rausgehen. Ja, dann werde ich den Hut oder so mal anwenden auf das Zeug da.